Hallo, willkommen bei der neuen Ausgabe von 2 Minutes Know-How von Time to Shape. Und heute werde ich euch die dritte Ernährungsform oder Methode zeigen, wie ihr euch ernähren könnt, wenn ihr Muskeln auf- und gleichzeitig Fett abbauen wollt. Heute stelle ich euch Microbulking vor. Was heißt Microbulking? Bodybuilder verwenden folgendes System, um Muskulatur aufzubauen. Es gibt diese Bulking-Phase und die Phase, wo sie dann eine Diät machen, wo sie das Fett wieder reduzieren und versuchen, möglichst viel Muskeln zu halten und den Fettwert wieder abzusenken. Bei diesen Bulking-Phasen, die können bis zu 4, 5, 6 Monate dauern, nehmen sie extrem viel Fett zu, weil sie einfach weit über den Kalorienverbrauch hinaus Kohlenhydrate zu sich führen. Sie nehmen Fett zu, werden richtig dick. Ja, gibt es Fotos von Bodybuildern, glaubt man, das ist kein Sportler. Und dann aber in der Reduktionsphase oder in der Definitionsphase, wo er die Diät macht, nimmt er extrem ab, definiert, wo man jede Faser dann sieht, also extrem. Diese Formel kann ich euch, außer ihr seid Wettkampf-Bodybuilder, nicht unbedingt empfehlen, aber beim Microbulking funktioniert das im Prinzip genauso. Das heißt, ihr macht auch solche Bulking-Phasen und solche Diätphasen, aber diese Phasen dauern dann nur 2 bis 3 Wochen und wechseln sich immer in diesem Schema ab. Der Vorteil ist, man nimmt bei der Bulking-Phase jetzt nicht extrem zu, hat trotzdem sehr viele Kohlenhydrate und viel Energie und schaut aber dann trotzdem immer wieder, dass man definiert dazwischen und wieder Bulking-Phase, Definitionsphase, Bulking-Phase, Definitionsphase. Für welche Leute ist das interessant? Für Leute, die Muskulatur aufbauen wollen und gleichzeitig Fett verlieren bzw. ihren Fettwert nicht so in die Höhe treiben, damit sie nicht ästhetisch ausschauen. Okay, das war die dritte Form, wie ihr Muskeln auf- und gleichzeitig Fett abbauen bzw. euren Fettwert unter Kontrolle halten könnt. Ich hoffe, es war informativ für euch. Sucht euch die Ernährungsmethode aus, die zu euch passt, die zu eurem Tagesablauf am besten passt und auch zu eurem Körper. Ich empfehle euch einfach diese Dinge auszuprobieren, einfach zu testen und zu schauen, was passt, was funktioniert am eigenen Körper am besten. Das ist meine Empfehlung. Probiert es einfach aus. Hinterlasst hier unterhalb des Videos euer Feedback. Ich bin gespannt und wir sehen uns bei der nächsten Sendung von 2 Minutes Know-How von Time to Shape. Keep on bumping. See you. Bye bye.